Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Showcase-Mission für den Taktik-Shooter Arma 3. Da sich diese Singleplayer-Missionen, die von der Community gestaltet werden, sehr große Beliebtheit erfreuen, habe ich mir das zum Thema genommen und wir spielen die Singleplayer-Mission On the Other Side. Wir springen also hinter den feindlichen Linien ab und werden auf der Insel Altis per Halo-Drop eine Artilleriestation oder eine Artilleriebatterie der sogenannten CESAT-Kräfte ausschalten. Erste Aufgabe ist es, dass wir uns mit unserem Team zusammenschließen. So, in 140 Metern ist unser Droppoint oder Landungspunkt. Sind ja auch mitten in den feindlichen Gebieten. Deswegen sind wir eigentlich darauf angewiesen, dass wir erstens Kameraden haben und zweitens, dass wir hier leise vorgehen. Oder hinten, was sehen wir da? Sieht fast aus wie ein Konvoi. So, nicht auf dem Wildschwein landen, jawohl. Und eine perfekte Landung. Night Owl 2, this is Night Owl actual. I've missed DLC. I'm on ground and I'm moving to your location. Over. Night Owl 2, do you read? Over. What the hell? Okay, scheinbar haben wir noch nicht mal Kommunikation mit unserem Team, mit dem wir uns zusammenschließen sollen. In 630 Metern wartet das Team auf uns. Hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Und es ist tatsächlich ein Konvoi, der da auf uns zufährt. Da müssen wir uns wahrscheinlich gleich ganz schön davor verstecken. Beim ganzen Konvoi werden wir es nicht aufnehmen können. Wir haben ja auch nur, in Anführungszeichen, nur eine schallgedämpfte Waffe und diese schallgedämpften Waffen machen deutlich weniger Schaden als beispielsweise ein ausgewachsenes Maschinengewehr. So, wirklich trainiert ist unser Soldat auch nicht. Er kann so wirklich nicht so wirklich gut rennen. Ist nämlich hier schon gut außer Atem, der Kumpane. Und der Konvoi ist schon ziemlich nah, weshalb wir jetzt hier in Deckung gehen müssen. Auf jeden Fall schon mal sehr atmosphärisch gestaltet hier das Ganze. Nächtlicher Einsatz hinter den feindlichen Linien. Oh ja, die haben sogar mobile Kampfpanzerung bzw. Radpanzer als Unterstützung. Wir hoffen, dass sie uns nicht sehen. Befinden sich scheinbar auch in der Zone 30, denn man könnte eigentlich ein wenig schneller fahren. Na los. Rechts ist es Gas. Der Hintere hat es noch nicht mitbekommen, der hat gerade erst seinen Führerschein bekommen. So, gleich sind sie vorbei und wir können sicher die Straße überqueren. Okay, so. Dann geht's weiter. So, jetzt wird's das erste Mal spannend, denn hier kommt ein Zaun. Da müssen wir direkt mal drüber klettern. In Arma 3 ist das Ganze nicht mehr so problematisch wie in Arma 2. Spätestens in der Mod DayZ hätten wir uns an diesem Punkt die Beine gebrochen. So, noch immer keine Kommunikation mit den Einheiten, mit denen wir uns zusammenschließen sollen. Na, da vorne sehen wir aber schon das blaue Halo Light.
Oh. Deswegen kriegen wir keine Kommunikation. Die zwei Jungs hat's zerlegt und hier laufen zwei feindliche Soldaten rum. Die laufen aber schon sehr nervös darum. Die werden mich doch wohl nicht schon entdeckt haben. Aber wir müssen sie aus sicherer Entfernung ausschalten können. Boah, sie schießen beide schon in meine Richtung. Und sie halten vor allen Dingen verdammt viel aus, die zwei. Na, willst du jetzt wohl mal umfallen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Einen hätten wir, müssen es aber schnell mal verbinden. Boah, wir werden weiterhin getroffen, nicht, dass wir gleich umklappen. Boah, verbind dich schneller. Verbind dich doch schneller. Und wir müssen nachladen. Wie oft denn noch? Jetzt endlich, meine Güte. Fast zwei Magazine brauchen die zwei Kumpel. An dem Zucken hat man's gesehen, dass ich sie deutlich öfter als zweimal treffen musste. Fünf, sechs Kugeln halten die Jungs aus. Und unsere Teamkameraden konnten uns natürlich hier schlecht helfen. Ja, das Voice gibt es uns auch nochmal zu verstehen. Shall I abort the mission? Over. That's negative, Night Owl. We cannot extract you at this point. Continue mission, over. Roger that, Papa Bear. Night Owl out. Gut, unsere Mission ist damit jetzt noch nicht vorbei. Jetzt müssen wir noch mal gucken, ob wir hier als Ersatz nochmal so ein Medipack finden. Minendetektor, Werkzeugkasten. Ich weiß nicht, ob wir den ganzen Schrott brauchen. Guck mal, irgendeiner von denen wird doch bestimmt noch einen Ersatz-Medipack haben. Scheinbar doch nicht. Okay, es geht mit ziemlich spannender und animierender Musikuntermalung weiter. Kommt die nächste Herausforderung, noch ein Zaun, in dem ist aber diesmal ein Loch. Was haben wir hier vorne? Schrottplatz für ausgediente Militär- und Zivilfahrzeuge. Oh, Spiel wird gespeichert. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass es gleich wieder Feinde regnet. Noch ist alles ruhig. Trotzdem, wie gesagt, wir dürfen echt nicht unterschätzen. Wir sind hier hinter feindlichen Linien und überall können hier Feinde sein. Da vorne. Wieder eine Patrouille. Die lassen wir jetzt aber schön da liegen, beziehungsweise stehen. Sollen weiter die Straße beobachten. Oh, ich glaube, sie haben mich gesehen. Das heißt, es laufen. Gib mal ein bisschen Gas, Kumpel. Oh ja, sie haben mich definitiv gesehen. So ein Mist. Gucken, ob wir sie abhängen können. Und beten wir, dass sie keine Funkgeräte haben. Oder noch ein feindlicher Truppentransporter. Oh, und wir sind hier gerade sogar direkt bei einer feindlichen Basis. Dann schmeißen wir uns lieber mal auf den Boden. Okay, der Hubschrauber hat uns wohl nicht gesehen. Das ist eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Da unten sehen wir aber die nächsten beiden, die wir uns vornehmen müssen.
Die sind sogar gleich mit einem LKW vorgefahren. Hier können wir probieren, uns von hinten anzuschleichen. Ja, so machen das feindliche Streitkräfte. Anschleichen und dann immer schön in den Rücken schießen. Bis jetzt aber eine sehr atmosphärische Mission. Auf jeden Fall sehr spannend. Okay, gleich sind wir nah genug dran, dann können wir das Ganze vielleicht sogar diplomatisch lösen. Und ich frage einfach, ob ich vorbeigehen darf. Aber da selbst die kleine Patrouille eben auf mich geschossen hat, glaube ich nicht, dass wir so viel Glück haben. Aber das hat super funktioniert. Ohne Aufmerksamkeit zu erregen, haben wir beide ausgeschaltet. Gucken, ob hier was Brauchbares im LKW liegt. Oh ja, hier liegt auf jeden Fall Selbstbehandlung und Medikit. So, da hinten haben wir jetzt also die feindliche Artillerie entdeckt. Ein riesengroßes Kanonenrohr ragt aus dem Walde heraus. Das Gebiet ist scheinbar ziemlich gut beschützt. Ich habe hier unten auf der Straße gerade schon feindliche Einheiten gesehen. Oh, die Artillerie, jetzt schießt sie sogar. Jetzt müssen wir uns hier über die Seite anschleichen. Ich glaube, das ist besser, als wenn wir da offensiv einfach reinmarschieren. Und vor uns sehen wir auch schon wieder die nächsten zwei Patrouillen. Unten an der Straße laufen auch welche. Mal gucken, ob wir die beiden genauso gut ausschalten können wie die am Haus. Das hat funktioniert. Die beiden da vorne haben es Gott sei Dank nicht mitbekommen. Die kommen aber auch gerade ziemlich böse in unsere Richtung. Dreht euch um, es gibt gar nichts zu sehen. Okay, sie ziehen weiter. Waren wir leise genug? Jetzt wird es aber auf jeden Fall richtig spannend. Schnell über die Straße. Ein paar Metern wartet bestimmt schon wieder die nächste Patrouille. Auf jeden Fall ziemlich imposant, wie diese Artillerie hier Krach macht. Aber so wie es zumindest aussieht, ist keine direkte Patrouille um die zwei Artilleriepanzer. Und das bedeutet, wir können uns anschleichen und können zwei Sprengladungen anbringen. Oder sehen wir auch, wie die Artillerie da hinten das Küstengebiet beschießt. So, schön langsam ran. Die Sprengladung bringen wir auf jeden Fall am Motor an. Denn wenn es knallt, dann knallt es richtig. Ganz schöne Zerstörung haben die Artillerieeinheiten hier schon angestellt da unten.
Man sieht's gleich vier große Rauchsäulen in dem Dorf. Okay, eine ist platziert. Fehlt noch die zweite. Einfacher wäre es natürlich gewesen, hätten wir hier ein Team von kampferprobten Soldaten. Leider haben sich die Vollpfosten erschießen lassen. Unterbau von dem Panzer sieht ein wenig klobig aus im Gegensatz zur Riesenkanone, die da auch oben sitzt. Nee, hoffentlich entdecken sie uns nicht. Wir müssen auf jeden Fall auf die Straße hinten aufpassen, da sind immer noch die zwei Jungs unterwegs. Okay, und die zweite Bombe ist platziert. Jetzt schnell weg hier. Ich glaube sogar, wir wurden gerade schon wieder beschossen. Aber wir rennen einfach mal. Oh ja, wir werden definitiv beschossen von der Straße. Da hinten bei der Mauer gehen wir in Deckung und dann jagen wir diesen ganzen Mist hier in die Luft. Und dann müssten wir eigentlich uns nur noch zum Extraction Point zurückziehen und dann ist die Mission gewonnen. Und goodbye. Papa Bear, this is Night Owl. Hostile artillery destroyed. Over. Great work, Night Owl. Be advised, our troops are advancing to your location. Get yourself over there at the extraction point. I'm sending a helicopter immediately over. Understood, Papa Bear. Night Owl out. Okay, sehr schön. Das hat wunderbar funktioniert. Wie schon erwartet, müssen wir uns jetzt nur noch zum Fluchtpunkt oder zum Extraction Point zurückziehen. Ein Hubschrauber wird uns dann da abholen. Wollen wir hoffen, dass da nichts schief geht. Heroische Musik im Hintergrund. Wir können stolz auf unsere Leistung sein. Was auch immer da oben brennt, keine Ahnung. Da haben wir nicht hingeschossen, beziehungsweise da haben wir keine Sprengladung gelegt. So, zum Fazit der Mission auf jeden Fall. Wirklich sehr, sehr schön gestaltet und sehr schön umgesetzt. Laut Steam Workshop hat sie auch eine Gesamtbewertung von 5 Sternen. Das bekommen definitiv nicht alle. I'm almost at the extraction point. EDA, 60 seconds. Over. Roger that, Meteor 6. Standing by for extraction. Over. Meteor 6 out. Meteor 6 wird uns gleich abholen. 60 Sekunden bis zum Eintreffen des Hubschraubers. Können hier nochmal schnell eine Runde an die Strandbar. Da greifen unsere Jungs an. Jawohl, Jungs, sehr schön. Macht sie nieder. Aber überfahr mich nicht. Ach du lieber Gott. Komplette Invasionsstreitkräfte greifen hier die feindlichen Basen an. Und da kommt unser Exfiltrationshelikopter. Comanche-Kampfhubschrauber greifen an. Wunderschön. Und unsere Mission ist damit erfolgreich.
Wenn ihr also Lust habt, auch mal diese Mission nachzuspielen, was ich euch wärmstens ans Herz lege, dann könnt ihr euch diese Mission kostenlos im Steam Workshop herunterladen. Und jetzt geht's nach Hause zu einem kühlen Bierchen. Da vorne sehen wir den anfangs erwähnten Flugplatz. Genießen wir die Aussicht. Und damit ist unser letzter Aufgabenpunkt auch erfüllt. Wir sind erfolgreich aus dem Kampfgebiet herausgekommen. Und damit endet diese Mission. Wir sehen uns dann bei der nächsten Mission und generell beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal.